Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Neues Alles 4 mit Russland. Wir haben beim letzten Mal Finnland unterworfen und zu unseren Vasallen gemacht und ich denke, Schweden ist als nächstes an der Reihe. Die sind hier momentan auch schon im Krieg mit dem Hansebund. Der Hansebund ist hier momentan ziemlich hart am Sack. Ich weiß nicht, warum er uns nicht in den Krieg gerufen hat. Hier Angriffe gegen Schweden, hanseatische Rückeroberung von Ostfriesland. Das heißt, er wollte eine Provinz. Oh, guck mal, der Hansebund hat hier recht viele Korps auf Oldenburg. Das heißt, der Hansebund wollte das hier quasi zurückerobern. Und Oldenburg ist verbündet mit Schweden und Dänemark und Hessen. Und Hessen ist irgendwie, wie ist es in Sachsen hier reingekommen? Wahrscheinlich verbündet mit Schweden. Genau. Tja, ist natürlich schlecht KI, weil du einfach zu blöd bist, um zu kapieren, dass die Bündnispartner des Angriffszieles auch zählen. Nicht nur die Einheiten, die das Angriffsziel selber hat. Leider versteht das die KI nicht so gut. Was ziemlich Nachteile hat hier. Naja, was sollen wir machen? 10.000 Manpower. Cool. Mal 220.000. Ja, was wir auf jeden Fall zum Abschluss noch machen wollen, was auch schon in den Kommentaren gesagt worden ist. Wir wollen auf jeden Fall irgendwann noch einen Krieg, großen Krieg gegen die Ottomanen machen. Momentan sind die ja noch stärker als wir. Jedenfalls, wenn man unsere Vasallen nicht dazu zählt. Denn unsere Vasallen bringen, denke ich mal, schon so circa 50.000 Mann noch auf die Waage. Das heißt, die könnten schon durchaus was reißen. Aber momentan gerade noch nicht so gut machbar. Wir halten einen Anspruch auf Litauen. Das klingt doch schön. Da unten. Naja. Okay. Ja. Ich denke mal, Finnland werden wir eh in näherer Zeit noch nicht annektieren. Von daher brauchen wir da erstmal noch nicht die Beziehungen zu verbessern. So, und dann nämlich würde ich ganz gerne hier Schweden angreifen. Aber da haben wir momentan gerade keinen Kriegsgrund. Das ist schlecht. Das heißt, da brauchen wir erstmal einen Anspruch. Und ich würde sagen, wir machen einen Anspruch auf Hälsingland, weil wir ihn dadurch abcutten können von den beiden Provinzen hier oben. Was durchaus ganz gut wäre. Ja. Okay, Dänemark ist in der Koalition gegen uns. Ja, solange Schweden nicht reingeht, ist es mir egal. Schuh schloss Frieden mit Schuhen. Schuhen wird alle Verträge mit Schan aufkündigen. Diese ganzen Namen hier in China ist echt lustig. Auf jeden Fall ist Su gerade im Krieg mit Ming. Und sieht so aus, als würde er momentan gerade gewinnen. Verteidiger gegen Shan. Angreifer gegen Japan. Okay. Ming ist auch verbündet mit Japan, interessanterweise. Naja, für uns ist das hier hinten alles eher noch ein bisschen uninteressant. Die Mandschurei ist auch Vasalle von den Euraten. Das würde sich auf jeden Fall auch lohnen, hier die Mandschurei zu meinen Vasallen zu machen. Denn das sind hier ja eine ganze Menge Cores, die wir dann hier kriegen, feeden könnten. Was ist hier bei Kasachstan los? Thronanwärter Rebellen sind hier am Start. Naja, okay. So, was haben wir jetzt hier für ein Event? Nope, Stabilität verlieren wir nicht. Ihr könnt gerne mein ganzes Geld haben, das ist mir egal, aber keine Stabilität verlieren. Wow, was ist hier los? Adlige Rebellen. Tons auf adlige Rebellen hier in Litauen. Heftiger Shit. Sieht so aus. Oh, guck mal, Schweden hat wieder ein Bündnis mit dem Hansebund. Okay. Oh, guck mal, der Hansebund ist jetzt sogar relativ klein. Musste hier Lüneburg abtreten an Oldenburg. Tja, er ist leider noch nicht klein genug, sonst würde ich ihn vielleicht sogar ihn vassalisieren können. Das wäre cool. Das wäre sehr cool. Momentan gerade geht es aber noch nicht. Von daher kann man da leider nichts machen. Schade eigentlich. So, leider wird das mir hier jetzt wegen der falschen Übersetzung nicht angezeigt, weil ich natürlich mal wieder so dumm war und nicht richtig geguckt habe. Ich meinte jetzt den Mod nicht umgestellt habe. Hier kann man es jetzt so halbwegs dran sehen, wie weit es ist. Also, es ist noch nicht besonders weit. Tja, ja, so. Ukraine hat 14.000. Nugai hat interessanterweise sogar mehr als die Ukraine, obwohl er viel weniger Provinzen hat. Und die Provinzen von Ukraine sind eigentlich relativ gut. Also vor allem sind es halt deutlich mehr als Nogai. Und mit Kiew sollten die eigentlich schon
in der Lage sein, mehr als nur 15.000 Mann auszuheben, prinzipiell. Naja. Ist Nogai eigentlich sunnitisch? Nee, Nogai ist orthodox. Hat ja auch schon alles konvertiert. Stark. Sehr, sehr stark. Das ist cool. Tja, wie sieht es mit unserer Konvertierung eigentlich momentan gerade aus? Upsala. Die ist fast fertig. Okay. Klingt gut. Ja, es ist blöd, dass Dänemark da jetzt in der Koalition ist. Sonst hätte ich jetzt nochmal Krieg gegen Dänemark geführt. Erstmal. Aber okay, bevor wir den nächsten Krieg führen, sollten wir sowieso, denke ich, erstmal warten, bis die Überdehnung halbwegs weg ist. Obwohl das jetzt auch nicht so schlimm wäre, prinzipiell. So, entweder wir holen uns jetzt hier die 5% Disziplin plus den Gewaltmarsch. Oder wir warten hier auf den neuen Tech, der uns neue Einheiten und Gefechtsbreit bringt. Tja, ja, Oh, wir machen momentan nicht besonders viel Geld. Was einem Level-3er-Berater hier im diplomatischen Bereich liegt. Aber den haben wir momentan sehr nötig, von daher passt das schon. Naja. Gut, ich spule ein bisschen vor hier. Oh, mittlerweile verlieren wir sogar. 3 Dukaten im Monat, das ist aber uncool. Wir könnten mal gucken, ob wir hier unsere Handelseinnahmen wieder ein bisschen erhöhen können, irgendwie. Haben wir hier schon Einfluss? Ja, schon ein bisschen was. Inhuman. Kaschmir haben wir keinen Einfluss, oder? Doch, haben wir sogar 7%. Ist aber trotzdem nicht besonders viel. Gut, hier haben wir auf jeden Fall schon sehr hohen Einfluss in Samarkand. Das Gute ist natürlich auch, dass wir dadurch, dass wir hier so viel, verhältnismäßig viel Handelseffizienz haben, dass wir hier dadurch schon sehr viel Punkte bekommen. Das ist sehr praktisch. Tja, gucken wir das mal hier am Handelsfenster an. Gut, im Weißen Meer scheint ein bisschen sinnlos zu sein. Vielleicht sortieren wir hier mal nach dem Anzahl des Handelseinflusses. In der Nordsee hätten wir noch ein bisschen was. Das Problem ist nur, in der Nordsee können wir nirgendwo hinleiten, wo uns wirklich was bringt. In Lübeck haben wir auch noch nicht genug. Da haben wir sogar gar keinen Einfluss momentan. In der Ostsee bräuchten wir mehr Handelsschiffe. Kiew habe ich total viel Handelseinfluss. Genau wie in der Krim. Ich glaube, die Schiffe in Kiew sind ziemlich sinnlos. Gucken wir mal, was die wirklich ausmachen. Vielleicht sollten wir die lieber nach Norden schicken. Ah, nee, die machen schon was aus. 2 Dukaten werden dadurch mehr verschoben. Ah, unser Anspruch auf Helsingland ist fertig. Okay. Ja, jetzt verlieren wir schon 4 Dukaten im Monat. Herr, was soll denn das? Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal mit Einheitenunterhalt ein bisschen runter. So auf Hälfte oder so. Da machen wir zumindest mal keine Verluste. Problem ist halt wirklich, dass wir hier keinen Typen haben, der hier bessere Beziehungen macht, aber mit weniger Kosten. Aber jetzt sollten auch unsere Einnahmen wieder hochgehen, wenn hier unsere Cores fertig sind. Denn dann kriegen wir wieder überall Handelseinfluss dazu. Und damit werden unsere Handelseinnahmen wieder deutlich besser. Nein, war das mein guter General? Nee, okay, Gott sei Dank. Puh. Hatte gerade schon Angst. Oh, 3, 6, 4. Hammer. Hammer einfach nur. Schicken wir den mal da rein. Ah, das war der General hier, der gestorben ist. Okay, machen wir hier eine nächste Konvertierung. So, gucken wir mal, wie das ist, wenn wir hier die Überdehnung weg haben. Prinzipiell sollte das ja dann wieder besser werden. Wir haben hier irgendwo noch Söldner, sehe ich gerade. Oder habe ich gerade gesehen, zumindest hier. 2 Dukaten zahlen wir an Söldner. Wo haben wir denn Söldner? Da nicht, da auch nicht. Ah, da hinten. Ach so, ja stimmt. Meine 2 Leutchens hier hinten, die hier die ganze Zeit auf den Kolonien draufgammeln, die sind schon seit Anfang des Spiels Söldner. Naja, passt schon. Okay. So, gucken wir mal. Selbst wenn wir jetzt die ganze Zeit 5 Dukaten verlieren, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass Frankreich Burgund den Krieg erklärt hat? Nee, Burgund hat Frankreich den Krieg erklärt. Okay. Hätte mich jetzt auch ansonsten stark gewundert. Das heißt, wahrscheinlich wird Frankreich jetzt gleich voll annektiert. Obwohl, es sind immer noch 23 Grundsteuer, auch wenn es nur 2 Provinzen sind. Das heißt, wahrscheinlich kann er nur 1 von beiden fordern.
Sag mal hier, Frankreich tritt Mailand an Toskana ab, okay. Also beziehungsweise Mailand tritt Lombardei an Toskana ab, aber Frankreich war halt eben der Kriegsführer in diesem Krieg. So, wir machen immer noch minus 2. Ja, aggressive expansionsmäßig immer noch sehr hoch. Litauen wird wahrscheinlich gleich hier einen neuen Herrscher kriegen. Pelze werden produziert in Maya. Wo ist denn Maya? Maya. Da hinten, diese Provinz hier heißt Maya. Auch interessant. Irgendwelche Leutchens hier wollen hier Militärzugang bei mir. Den werden sie allerdings nicht bekommen. Wir können hier sogar gerade noch einen neuen General rekrutieren. 5-4-4-1. Hammer awesome. Ah, ne, warte. Das hier ist... Hä? Also nee, das war... Ich habe hier gerade den falschen abgelesen. Das war er hier, den wir bekommen haben. 5-2-4. Ja, Feuerwert ist ja mittlerweile auch schon sehr gut. Wir sind ja immerhin schon fast 1700. Okay. Ja, ich denke, wir machen dann hier mal Krieg gegen Schweden. Hansebund ist dann hier halt eben leider gegen uns im Krieg. Aber was soll man machen, ne? Können wir jetzt gerade leider nicht ändern. Ich würde ganz gerne echt mal eine Grenze jetzt haben hier mit dem Hansebund. Leider kann ich hier irgendwie nichts wirklich annektieren. Tja, haben sie einen Anspruch auf Holstein? Nee. Ich könnte einen Anspruch fingieren auf Ostfriesland. Und dann Ostfriesland den Krieg erklären. Das Problem ist nur, dann wäre ich wahrscheinlich im Krieg mit Kaiser. Savoyen momentan. Gut, Savoyen ist jetzt wirklich keine Gefahr. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Katihava haben wir Expansion in Übersee. Ja, Kasan hat ja mittlerweile auch hier seine Hauptstadt verschoben nach irgendwo hier unten, glaube ich. Hier. Das heißt, die können wir dann auch mit Expansion in Überseekriegsgrund angreifen. Aber momentan sind die halt hier noch in der Koalition gegen uns. Da müssen wir gegen die Ottomanen kämpfen, gegen Polen, Österreich und Dänemark und Litauen. Und das sind viel zu viele Leute. Gegen die will ich nicht unbedingt alle kämpfen, für ein paar Provinzen zu erobern. Erscheint mir eher weniger klug. Was können wir hier machen für eine Idee? Wieder die Offensivideen. Können wir die nicht gerade schon machen? Wie sollen wir da Punkte verloren? Achso, weil ich hier Generäle rekrutiert habe, genau. So, Österreich schickt eine Warnung an Köln. Natürlich wurden wir entdeckt bei dem Anspruch. Litauen ist kollabiert. So, was ist Litauen jetzt? Immer noch ein Königreich. Hat allerdings jetzt hier einen neuen Herrscher gekriegt. Alexandras der Zweite. Oder die Zweite? Ne, der Zweite müsste das sein. Jagiellon. Tja. Ich weiß gar nicht. Hat die PU schon zwischen Polen und Litauen schon mal getriggert? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Händler überbelastet. Entweder in weißem Land oder mit Samarkand verlieren wir Einfluss oder wir verlieren 20 diplomatische Macht. Ne, wir werden hier im Weißen Meer ein bisschen Einfluss verlieren. Das ist nicht so tragisch. Was natürlich echt mal cool wäre, wäre hier ein Bündnis mit Burgund. Dann könnten wir nämlich ziemlich easy wahrscheinlich Österreich und die Ottomanen klatschen. Probieren wir das mal. Bessern wir hier mal ein bisschen die Beziehungen. Wir sind zwar schon über unserem Diplo-Limit, aber jo. Das passt schon. Was können wir hier tecken? Diplomatischen Tech. Okay, ich hätte eigentlich ganz gerne hier jetzt noch den westlichen Waffenhandel. Aber es sieht so aus, als würden wir den in näherer Zeit nicht kriegen. Wir machen wieder minimales Plus. Das war wirklich nur minimales Plus. Plus ein Dukaten im Monat. Korea schließt weißen Frieden hinter Ming. Okay. So, ja, der Einfluss sollte bald fertig sein. Muss unbedingt daran denken, gleich nach dieser Folge den Mod wieder auszuschalten. Ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt angemacht habe. Das war schon alleine ziemlich blöd. Ziemlich dämlich. Aber naja. Unser Schatzmeister ist gestorben und wir haben unseren Anspruch auf Ostfriesland. Toll, jetzt haben wir hier nur noch Level 3er. Die können wir uns aber nicht leisten. Von daher, tja. Pech gehabt. Hier weiter konvertieren. Hat hier Finnland irgendwelche Revolten? Nope. Finnland hat ja schon Twastland konvertiert. Warum konvertiert er nicht weiter? Oder konvertiert er irgendwo weiter?
Hier nicht. Hier oben auch nicht. Warum kann er die etwa nicht konvertieren? Eigentlich müsste er die konvertieren können. Komisch. Naja, vielleicht macht das wieder demnächst. Jetzt gerade will er anscheinend nicht. Aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen. Es wäre so cool, wenn es einen Berater gäbe, der einem Diplo-Limit geben würde. Das wäre super awesome. Gibt's aber leider nicht. So, Burgund verbessert die Beziehung mit uns. Das heißt, sie sind uns gegenüber jetzt freundlich gesinnt. Das heißt, wir können tatsächlich hier easy peasy ein Bündnis mit Burgund machen. Das ist ja mal cool. Machen wir aber erst, wenn wir hier ein paar Vasallen integriert haben. Und bis dahin können wir mal hier jetzt Oldenburg den Krieg erklären. Sind dann im Krieg mit Schweden, Dänemark. Unser Wollen wird sie beschützen. Oder auch nicht. Gucken wir mal. Oldenburg ist der Kriegsführer. Schweden ist dabei. Dänemark ist dabei. Schweden ist der Kriegsführer. Heißt, wahrscheinlich wird Sachsen gleich noch reinkommen. Dann gehen wir hier erstmal rüber. Flottenmäßig, weiß ich nicht, ob der deutsche Orden das hier reißen kann. Mal gucken. Aber auf jeden Fall armeemäßig sind wir deutlich überlegen. So, wir werden auf jeden Fall mal hier uns hier an die Flotte von dem deutschen Orden anschließen. Damit der hier möglichst alle... Ah, Hansebund ist jetzt doch dabei. Verdammt! Damit der hier hoffentlich die meisten Seeschlachten gewinnen kann und uns somit hier Flottendominanz gibt. Obwohl... hier Anschluss, habe ich gesagt. Problem ist nur, dass jetzt natürlich hier auch noch der Hansebund dabei ist, der dann natürlich nochmal super viel Flotten hier mit in den Kampf bringt. Was heißt, dass wir wahrscheinlich das flottenmäßig nicht schaffen. Problem ist jetzt nur, dass hier jetzt unsere 31.000 Armee schon auf Fühn rumchillt und da nicht mehr runterkommt wahrscheinlich. Weil hier jetzt eine ganze Menge Schiffe rumstehen und der deutsche Orden jetzt mit seinen Schiffen nicht mehr raus will. Weil die Gegner zu viele Schiffe haben. Das ist natürlich ein Problem. So, was machen meine ganzen Vasallen? Der deutsche Orden ist hier oben am Belagern. Okay, da kommen die... kommt die schwedische Armee mit einem 3-6er General. Was haben wir für einen General? 5-4er. Tja. Brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Unterstützung. Schicken wir hier mal noch die 14.000 Mann hier nach oben. Machen wir hier mal... Ah, ne, haben wir noch nicht. Hä? Haben wir noch nicht fertig. Verdammt. Verdammt. Sind die Schweden uns hier techmäßig überlegen? Ja, sie sind uns einen Tech voraus. Das heißt, dass sie ein bisschen mehr Frontbreite haben und bessere Artillerie. Von daher sollten wir uns, glaube ich, erstmal verziehen hier. So, vorausgesetzt, wir schaffen es noch rechtzeitig. Unsere eine Kolonie ist fertig. Machen wir mit der hier weiter. Naja, okay. Gucken wir mal, ob wir noch rechtzeitig hier abhauen können. Ausländische Intrigen. Ja, Stabilitätsverlust. Ne, ich denke, wir verlieren lieber hier wieder ein bisschen republikanische Tradition. So, ja, wie erwartet geben sie uns ziemlich auf die Fresse wegen der Disziplin der Schweden. Sehr, sehr uncool. Wohin sind wir geflohen? Gar nicht. Hä? What the heck? Warum sind wir nicht geflohen? Jetzt wird unsere Armee deswegen vernichtet. Das finde ich jetzt aber ziemlich unfair. Okay, Ile-de-France hat Burgund jetzt erobert. So, okay, diesmal sind wir geflohen. Na, endlich. Mein Gott. Okay, ich glaube, wir brauchen hier mal alle unsere Armeen jetzt hier an der Front. Gegen Schweden. Dummerweise ist jetzt hier Nogai noch unnötig reingerannt, wird jetzt seine ganzen Einheiten verlieren. Das war sehr unnötig. Okay, wo fliegst du hin? Nach Moskau. Mein Gott. Das ist ja mal totally unnötig. Tja, kommen wir irgendwann mal wieder hier runter. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. So, wir brauchen 6 Tage, um hier runterzukommen. Er ist auf alle Fälle vorher schon wieder da. Von daher belagern wir lieber erstmal weiter. Tja, ja, tja, ja. So, er greift Westerbotten an. Das heißt, die ungarische Armee wird wahrscheinlich jetzt auch getötet, weil sie so blöde ist und alleine hier rumrennt. Nee, okay, sie hat erstmal noch überlebt. Unsere Armee wird angegriffen in Fühn. Ja, Leute, das war eher unklug von euch, denn ohne die Schweden habt ihr keine Schnitte gegen meine Armee. So, er ist hier wieder am Blockieren.
Belagerung von Phynis gewonnen. So, leider kommen wir ja natürlich jetzt trotzdem nicht runter. Ungarn kämpft hier gegen Sachsen. Mal gucken, ob sie das auf Dauer gewinnen. Sammeln wir hier mal unsere ganzen Einheiten in Novgorod. Oder gehen wir lieber gleich nach hier oben, damit hier die... der Deutsche Orden nicht wieder seine Einheiten unnötig verliert. Wir können tacken. Militärtech, sehr schön. Den haben wir jetzt noch schnell gekriegt. Dann sollten wir hier jetzt zumindest mal noch gerade kurz die neuen Einheitentypen nehmen. Und die Flügel Husaren sind deutlich besser als die anderen. Vor allem im Nahkampf. Von daher nehmen wir die jetzt auch. Haben wir natürlich keine maximale Moral jetzt gerade. Ach Leute, jetzt greift doch hier nicht die ganze Zeit einzeln an. Ihr verliert die ganze Zeit nur unnötig eure Armee. Was soll denn der Scheiß? Jetzt haben alle meine Vasallen ihre Armee gewastet. Hintereinander. Anstatt, dass sie gemeinsam kämpfen. Hat sich auf jeden Fall extrem gelohnt. So, er kommt nach Nyland. Gucken wir mal, ob er Angst hat vor meiner Armee. Nö, momentan gerade noch nicht. Interessanterweise. Dann bleiben wir lieber noch hier. Wir haben auch momentan noch nicht maximale Moral. Er wird jetzt halt Finnland hier angreifen, was sehr blöde ist. Vielleicht können wir jetzt aber hier die Armee von Dänemark off-guard catchen. Hat er schon mal deutlich weniger OP-Einheiten. Sehr schön. Jetzt haben wir 61, er 23. Das sollten wir eigentlich relativ easy schaffen. Wir erwischen ihn auch. Sehr schön. Flottenoffiziere gehen in den Ruhestand. Ja, unsere Flotte ist eh gerade wieder gekillt worden. Und Österreich ist aus der Koalition gegen uns draußen. So. So, jetzt haben wir ihn hier auf die Fresse gegeben. Blöde Schweden, Herr. So, dann lassen wir hier die 14.000 Armee hier stehen. Ne, falsch. So. 14.000 Armee, du bleibst hier. Wollen wir unseren Typen nochmal aufleveln? Wie alt ist er denn? 66. Ne, den wollen wir nicht nochmal aufleveln. Weiterhin gehen wir hier auf diplomatischen Kandidaten. So, du kannst hier mal hochgehen. Den Dänen hier ein bisschen auf die Fresse geben. So, der Deutsche Orden hat hier gerade unsere Schiffe verballert. Sehr, sehr unschön. Aber naja. Kann man nichts machen. Afghanistan will Militärzugang. Noga überlagert Riga. Livland ist konvertiert. Okay. Hier stehen 47.000 Mann in Schlesien rum. Wahrscheinlich hauptsächlich Sachsen. Sachsen und Hansebund und Hessen. Mittlerweile alles im Krieg dabei ist, ja. Ist ja nicht normal. Naja, okay, wir werden erstmal hier an dieser Front, denke ich, kämpfen und Schweden komplett belagern. Und dann kriegen wir schon das, was wir haben wollen. Verbessern wir unsere Beziehung mit Burgund. Wir haben unseren Feind angegriffen in Lappland. Das waren die Dänen. Da stehen 15.000 Schweden. Erwischen wir die? Nicht wirklich. Dann sollten wir, wenn möglich, hier gleich mal mit der 27.000 Armee hier runterlaufen. Gucken, dass wir unsere 14.000 hier noch retten können. Der Deutsche Orden ist auf 200. Naja, lassen wir hier mal unseren Diplomaten stehen. Ah, ne, wir lassen den jetzt hier erstmal gefangen auf dieser Provinz. Aber ich will auch eigentlich nicht auf die Insel drauflaufen. Von daher lassen wir das lieber mal. Ukraine hat mittlerweile schon wieder Einheiten nachgebaut. Polen hat die Koalition verlassen. Okay, so ich denke, eine Armee reicht hier oben. Jetzt mittlerweile, denn wir haben ja jetzt hier fast alle Einheiten vernichtet. Sollten wir vielleicht jetzt hier einfach mal hier nach unten laufen und die hier unterstützen. Und in der Zeit können wir hier oben belagern. Belagern wir erstmal Stockholm durch. Dann lassen wir die 15.000 Mann hier von der Insel runter und werden sie töten danach. Ich denke, das sollte ohne Probleme funktionieren. Mittlerweile machen wir auch wieder mehr als genug Geld. Unsere ganzen Vasallen sind am Einheiten nachproduzieren. Wir führen nochmal eine Revolte. Ja, komm, Dänemark, lass mich hier runter, Mensch. Ich will hier runter. Oh, er hat tatsächlich meine Armee hier angegriffen. Das ist schlecht, weil die Armee nämlich keinen General hat. Okay, sie wurde nicht vernichtet. Okay, wir haben seine Armee gekillt. Lassen wir mal hier jetzt Dingens das belagern. Finnland. So, auf, schließt hier die Belagerung ab. Go, go.
Jetzt ist ja natürlich Schweden wieder am Einheiten produzieren wie ein Vollbescheuerter. Guckt euch das an hier. Söldner. Ohne Ende. Gucken wir mal, dass wir die hier töten, bevor die hier wieder irgendwelche Belagerungen von uns töten. So. Auf, macht sie kaputt. Okay, die haben wir schon mal ausgelöscht. Ukraine hat hier auch schon die erste Belagerung abgeschlossen, was sehr gut ist. Wir haben unseren Feind in Danzig angegriffen, hier den Hansebund. Die Armee haben wir auch fast vernichtet. So, ja, aber unsere Armee hier momentan reicht nicht, um hier alle Feindarmeen zu besiegen. Da müssen wir erstmal noch ein bisschen reinforcen. Und hier weiterhin die schwedischen Reinforcements hier umbringen. Aber ich denke, bevor wir diesen Krieg hier weiterführen, verabschiede ich mich erstmal für heute von euch. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Violett.